Und da steht sie ja wieder, die Bärbel. Ja, hallo, Roger. Wie aus dem Nichts aufgetaucht. Plötzlich hier hingezaubert. Einen schönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich hab's tatsächlich geschafft, die Bärbel wieder hierher zu kriegen. Was für ein Wunder. Unglaublich. Unfassbar. Unfassbar, dass die Frau überhaupt Zeit hatte. Das ist ein großes Wunder. Na, das ist ja schon wieder eine ganze Weile her, seit ihr zum letzten Mal live waren, ne? Was hast du denn Schönes gemacht in der Zwischenzeit? Was hab ich gemacht? Ich habe angefangen, Straßenmusik zu machen. Oh ja, darf man das wieder? Ja, seit gestern. Also, oh, man darf wieder Straßenmusik machen. Ich habe gestern ein Stündchen gespielt und heute ein Stündchen auf der Straße gespielt. Oh ja? Ja. Okay. Und ja, und ansonsten, ach ja, ich war viel in der Natur und was weiß ich, Rechnungen überwiesen und so. Wow, ja, das ist ja gut, wenn man noch Geld hat, um Rechnungen überweisen zu können, nicht wahr? In diesen Zeiten ist das ja nicht mehr so selbstverständlich. Und gerade für uns armen Artisten, ne? Allerdings. Also, Bärbel, was hast du dir Schönes ausgeheckt für heute? Also, ich habe mir gedacht, wir könnten mit Mazel Tov anfangen. Also, Mazel Tov und Fatum, das ist ein Medley. Das hat mir mein lieber, guter Freund, der leider gestorben ist, Ruven Moskowitz, hat mir das beigebracht und mit dem habe ich das immer zusammen gespielt. Und ja, und für den möchte ich das Lied widmen heute. Oh, das ist aber nett. Ja, da freut er sich. Da freut er sich ganz bestimmt. Gut, dann spielen wir ein Mazel Tov. Ein jiddisches Lied. Ein jiddisches Hochzeitslied. Ein Hochzeitslied, okay. Oh. Ja, mach nur, ich... Eins, zwei, drei. Thank you.
Glaube ich nicht zu meinem besten Tag. Da habe ich nichts von gemerkt. Ja, ich schon. Aber gut, das kann ja auch mal vorkommen. Ne? Man ist ja schlussendlich keine Maschine. Und dann, was hast du noch für Pläne für heute? Ja, und dann habe ich gedacht, es gibt ein Stück, das heißt Black Orpheus. Das finde ich auch sehr schön. Black Orpheus. Ach, du meinst Orfeo Negro. Orfeo Negro. Genau. Oh ja, das war ja von einem berühmten Film, glaube ich, ne? Ja, das kann gut sein. Aber weißt du das nicht? Ja, das war ein Film. Ja. Ja, ja. Ganz berühmter Film und eine berühmte Melodie. Mhm. Aber gut. Das Thank you.
Orfeo Negro. Ja, sehr schön, schön. Mhm. Black Orpheus. Mhm. Aber super, hey. Hast du schön gespielt. Ja, in Brasilien wird das auch oft gespielt. Ja, ja, es ist ja eigentlich auch ein südamerikanisches Stück. Ich glaube auch aus Brasilien, so viel ich weiß. Jawohl. Ja, gut, und wir haben ja noch, ich habe ja einige Fans in der Schweiz, nicht wahr? Sali miteinander. Oder? Ja, ich liebe die Schweiz. Ah, siehst du? Ja, ich auch, im Grunde genommen. Ich auch. Aber ich bin jetzt halt leider schon 40 Jahre in Holland. Ich habe mir überlegt, wir können ein mexikanisches Stück machen. Oh ja, da hätte ich Lust drauf. Und dann singe ich den Refrain, so wie wir das in der Schweiz gewohnt sind zu singen. Das ist dann zwar kein Mexikanisch, sondern Schweizerdeutsch. Ja, das ist nicht. Okay. Ist doch. Man muss doch auch ein bisschen lachen können, oder? Und den ganzen Tag durch Gorgonzola fressen müsste, du dann. Also, ich glaube, dann würde ich irgendwann über dem Waschbecken hängen, so, glaube ich. Kennst du Gorgonzola? Ja? Ja. Also, mir schmeckt es, aber nicht, den ganzen Tag durch. Nee, sicherlich. Nee, du, ich habe hier noch meine Wunschliste. Guck mal, musst du mal gucken, was hier alles drauf ist. Boah, ist unglaublich. Hört mal, das ist eure Wunschliste, die ihr mir geschickt habt. Hier und hier. Und ich habe noch ein Blatt da.
Seid ihr verrückt geworden? Da müsste ich ja 100 Jahre alt werden. Ja. Nein, aber gut, da war ein Wunsch drauf. Und den. Und ich weiß, dass du dieses Liedchen spielen kannst, nämlich. Und das war die Brigitte, die wohnt da irgendwo bei Bergisch Gladbach. Mhm. Und die hatte sich mal Marina gewünscht. Marina, Marina, okay. Und ich weiß, dass du dieses Liedchen spielen kannst. Und darum dachte ich, okay, dann können wir doch diesen Wunsch erfüllen, oder? Auf jeden Fall. Tolles Lied. Und in welchem Tonart spielst du das? C. Wie du willst. C. Ist gut. Gucken. Hallo! Hallo! Und ja, leider all die Kelly-Konzerte ja abgesagt wurden. Ja. Ne? Habe ich mir überlegt, wir können so als Rauschmeißer noch ein Stück zusammen machen, das wir mit Jimmy auf der Tour gemacht haben. Ah ja! Mhm. Und welches? Naja, ich hatte gedacht, vielleicht We Got Love. Oh ja, alright! Ich hoffe, ich kann das noch. Die letzte, also die
Come back to the Hay. Die hieß doch Vegan Love, oder nicht? Oder habe ich da verkehrt? Ja, glaube ich schon. Ne? Ja, muss ich meine Brille aufsetzen, hier mein Auge 3 und 4. Weil sonst kann ich den Text hier nicht lesen. Ja. Was machen wir? We got love, ne? Yes, we got love. It's all right now. The day ain't over. It's all right, babe. Cause we understand. The show looking shaggy, raggy and funny. But angry smile, babe, is a revelation. But it's in our face. Konnten. Ne? Ja gut, ja. Bärbel, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja. deine Mühe, ja, danke, sehr, dass du hier durch diesen bissigen Wind hier zu mir hingeradelt bist. Ja, durch Wind und Wetter. Aber gut, zu mir hinkommen ist einfach, weil da geht alles nach unten. Jetzt muss sie nach Hause, jetzt geht es alles bergauf. Du Ärmste. Ich arme, meine Gangschaltung ist kaputt. Oh, auch das noch. Du tust mir das schwerste Gang. Meine Güte. Okay. Ja, danke.
Na, also Straßenmusik darf man schon wieder machen. Ja. Also man hat schon ein bisschen gelockert. Aber ich sage euch, liebe Leute, es hat jetzt ein bisschen gelockert, aber bitte, bitte, werdet jetzt nicht leichtsinnig. Gebt weiterhin auf euch Acht. Ne? Haltet alles, haltet die Augen offen. Bleibt gesund. Ne? Und dann hoffe ich, bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich. Ne? Ich freue mich auch. Okay, bis dahin. Tschüss.